Ja, die Barbe soll laufen hier am Bärensee. Wir waren gerade noch im Livestream und haben ein bisschen rumgetestet und es sind auch ein paar ganz gute Brocken reingegangen bis hin zur Trophy. Wir gucken mal, ob das noch ein bisschen weiterläuft. Da kommt direkt der nächste Kandidat. Schöne 2 Kilo Barbe. Einfach relativ simpel hier. Auf 20, 21 Meter haben wir hier eine Muschelbank im Wasser. Und das sind halt immer so schöne Anzeigespots für die Fische, beziehungsweise Location, wo die sich gerne sammeln, wo die halt auf Nahrungssuche gehen. Und anscheinend läuft jetzt gerade ganz gut der Käse. Die Rekorde sind voll mit Käse. Und ich habe das Setup hier komplett zusammengebaut mit Käse. Und zwar hier einfach relativ simpel. Einfach hier mit einem 13 Kilo Fluorocarbon-Vorfach und 1,0er Haken und Käse. Beziehungsweise die anderen Sets sind hier mit Fieder, geflochtenes Vorfachsmaterial quasi. Fieder-Vorfächer fürs Karpfenangeln, die halt nochmal ein bisschen dünner sind. Beides funktioniert. Vom Gefühl her klappt zurzeit Fluorocarbon besser. Eine Rute auf Fluorocarbon, mehr Bisse bisher auf Fluorocarbon. Beide anderen sind auf Fieder, allerdings sind die natürlich auch auf 18 Kilo deutlich stärker. Aber von der Schnurdicke her müssten die trotz allem eben noch dünner sein. 1,0er Haken, 1er Haken kann man natürlich auch machen. Vielleicht hat man da noch ein bisschen mehr Frequenz. Aber ich denke, so ein 8, 9 Kilo Trophy-Barbenfisch, der kann auch ruhig auf dem 1,0er reinballern. Das schafft man doch bestimmt auch. Und da geht der nächste hier rein. Gucken wir mal nochmal was Kleines. Oha, einen Döbel. Den hatten wir noch nicht. Wobei, vorhin hieß es schon, ich fange hier Döbel im Chat. Und Brassen. Brassen wurden auch wohl gefangen. Das geht wohl gerade auch alles hier mit auf Käse. Ich hatte eine Route ausprobiert auf Method Feeder. Method Feeder mit Krabbe. Krabbe? Krabbe. Krebs? Genau, mit Krabbe war es. Krabbe kann man natürlich auch gut verwenden. Ich überlege gerade, ob ich das vielleicht gleich nochmal mache hier mit Krabbe Muschel Soluble. 15er Boilie könnte man auch ganz gut verwenden, glaube ich. Das wäre vielleicht nochmal eine Option, dass ich eine Route hier einfach nur mit Krabbe Muschel Soluble mache. Und die legen wir dann da vorne auf die Muschelbank. Wisst ihr was, wir können das auch direkt machen. Dann haben wir hier noch eine Route mit Boilie zumindest. Das heißt, wir gehen hier vom Setup her, lassen wir das ungefähr so, wie es ist. Wir bleiben bei der klassischen Haarmontage. Hier ist sie. Die nehmen wir so. Dann machen wir einen Leadcore drauf. Wir sind da in dem... Ich versuche mal so auf 19 bzw. 20 Meter zu kommen, dass wir in der Nähe von der Muschelbank sind. Ich bleibe mal hier auf 18 Kilo. Relativ groß. Hier nehmen wir das Wirbelblei jetzt einfach mal hier mit 40 Gramm. 18er Vorfach bleibt auch. 1,0er Haken bleibt. Und dann gehen wir hier auf Krabbe. Muschelkrabbe Soluble. Und wir nehmen, haben wir hier noch was Krabbiges? Ja, Austern und Krabbe, das ist doch wieder für gemacht. Muschel und Krabbe haben wir jetzt auch da drin, Muschel und Krabbe. Soluble, wie gesagt, auflösend, wirkt einfach nochmal ein bisschen intensiver. Wenn man diese Boilies zum Beispiel auch in der Futtermische mit reinschreddert, nochmal intensiver. PVA lassen wir weg. Ich lasse das erstmal so, wie es ist. Und ich bleibe jetzt hier so auf 20 Meter. Sollte... Auf 20 Meter sollte da schon ungefähr diese Muschelbank sein. Die Muschelbank zieht sich von, wir gucken mal genau drauf, die Muschelbank zieht sich von hier so rüber in diesen ganzen Bereich. Also macht so eine leichte Kurve und zieht sich hier so in diesen Bereich hin. Ziemlich genau jetzt, ja. Also von dieser Spitze, die hier quasi verlängert, bis hier in diesen Winkel. Das ist hier alles Muschelbank, hier unten so ein kleiner Bereich nicht, aber hier oben zwischen dem ganz tiefen, also das ist Muschelbank und da ist wie gesagt alles nochmal ja, extra interessant
für Fische. Das heißt, in dem ganzen Bereich hinwerfen. Das heißt, wenn man hier knapp über das Schilf auch drüber wirft oder halt vor die Kante, so auf 20, 21 Meter, ist man da immer ganz gut mit bedient. Schon wieder 13 Kilo Fluorocarbon vor Vorfachsmaterial, Karpfen-Vorfachsmaterial. Ich werde das jetzt auch hier nochmal eben umbauen und werde das nochmal testen. Futtermische haben wir jetzt, glaube ich, bald ausreichend vor Ort. Das ziehen wir jetzt hier nochmal rein. Und dann baue ich jetzt hier auch nochmal das Vorfach um. Und dann gehen wir hier auf Fluorocarbon. Das ist halt das Schöne, wenn man alles gleich aufgebaut hat und nur eine Komponente geändert hat, dann kann man das eben testen. Split-Test. Was läuft besser? Und dann testet man vielleicht drei verschiedene Varianten. Ne? Man hat ja drei Routen. Was läuft am besten? Genauso geht das ja dann auch mit dem Aromentesten. Wenn du gar nicht weißt, was hier funktioniert, du kannst vielleicht schon Pop-Up-Montage, dann ist es immer besonders praktisch. Dann nimmt man eben nur das Maiskorn, ein Mais, ein Haken und raus damit. Was heißt eins? Es sind immer zwei nebeneinander direkt dran. Aber guck mal hier, gerade geändert auf Fluorocarbon. Zack, Biss. Die ganze Zeit kein Biss bisher, aber auf Fluorocarbon geht's sofort los. Sehr schön. Normalerweise für Karpfen und gerade auch die Barbe, die ja auch eher so ein bisschen rumgründelt, deswegen haben wir ja auch ein Leben mit in der Futtermische. Apropos Futtermische, ich muss die gleich nochmal zeigen. Normalerweise sagt man, okay, lieber dieses Karpfen-Vorfachsmaterial, weil sich das eher dem Untergrund anpasst, das ist geschmeidiger. Und dieses Fluorocarbon ist ein bisschen steif. Aber es scheint zu funktionieren. So, jetzt gucken wir mal eben rein. Futtermische ist Original Futtermische. Also Sonnenblumenkerne Original, Fliegenmade Original, Lehm Original, Koriander Original. Nur mit Käse, unserem Köder als Komponente. Und Krabbe auch noch mit dabei, weil wir ja auch noch, oder beim letzten Mal hatte ich ja auch hier mit Krabbe schon rumprobiert. Deswegen ist hier auch noch Krabbe mit dran. Man kann vielleicht auch mal mit Muschel probieren, ne? Macht man einfach nochmal eine Komponente Muschel oder Tintenfisch. Auch das durchaus eine Option. Oder man macht dann einfach Käse und als nächste Komponente vielleicht nochmal irgendwie was Fleischiges, gehackte Würmer, Maden oder irgendwie sowas. Kann man natürlich auch nochmal machen. Ja, ich würde sagen, ich teste jetzt gleich erstmal noch ein bisschen. Im Großen und Ganzen ist das ja eigentlich schon so der Spot. Letzten Endes Morgenstunden immer die beste Zeit, Abendstunden sehr gute Zeit. Ausprobieren, das ist natürlich dann immer wichtig. In der Zwischenzeit, in der Mittagszeit und in der Nachtzeit im Idealfall so ein bisschen die Futtermische weglassen, dass man den Spot halt nicht überfüttert. Und dann legt man hier eben so einen kleinen Futterteppich an. Alles schön geklippt, wie gesagt, 20 Meter, 21 Meter reichen und dann Attacke Vollgas, gucken, dass die Barben hier reingehen. Gerade im Turnier, wie gesagt, wurde auch eine Trophy gefangen mit 8,8 Kilo, das ist natürlich besonders gut. Ansonsten warten wir jetzt hier auch noch ein bisschen verschiedene Wetter ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass im Moment kühleres Wetter besser noch geht. Wir haben es aber relativ warm jetzt hier. Also ich sag mal unter 20 Grad. Gerade wenn man mit diesen eiweißreichen Ködern rangeht, heißt also jetzt hier in dem Fall gerade den Käse, dann doch eher ein bisschen kühler. Das sind in der Regel die Köder, die bei kühlerem Wetter besser funktionieren. Ja, jetzt wie gesagt haben wir gerade 19 Uhr. Das heißt, so langsam in Richtung, oh, guck mal da, da zuppelt es auch los hier auf Krabbe, Krabbe-Muschel-Soluble, jawohl. Bin ich mal gespannt, was da reingeht, ob da auch jetzt die Barbe mit drauf geht, das wäre natürlich richtig gut. Da bin ich jetzt gespannt. Auch da jetzt sehr simpel, einfach nur ein Boily, kleiner Köder, auch nicht Doppelköder, dass man so ein großes Köderpaket hat, sondern nur einen einzelnen Boily. Einfach nur, um vorsichtig daran zu gehen. Erstmal ein bisschen testen und probieren. Aber das zuppelt schon so ein bisschen so wie ein Amur. Ich glaube, da geht eher ein Amur rein. Die Barben, die zuppeln noch gar nicht so häufig und so lang. Die ist noch ein bisschen unentschlossen hier. Und da fällt die Schnur runter und dann zieht er doch bestimmt jetzt gleich ab. Na,
Und dann zieht er ab. Schön noch ein bisschen abwarten. Ja, jetzt zieht er hier rüber. Jetzt nehme ich ihn mit. Rabam. Jawohl. Sehr schön. Das passt doch ganz gut. Aber auch da werde ich jetzt gleich das Vorfach ändern. Auch da ändern wir jetzt gleich das Vorfach. 6 Kilo Amur ist zwar ganz nett und ist natürlich auch schnell reingezogen hier auf 18. Aber auch da, weil das ja auf den anderen Routen auch besser funktioniert hat, gehe ich auch hier 13,8 Kilo. Das ist so ein Standardvorfach, 13,8 Kilo. Zap, zarap, Haken bleibt alles so. Also fürs normale Karpfenangeln würde ich sagen, würde ich hier einen 1er Haken nehmen. 1,0er ist schon ein bisschen groß, ein bisschen übertrieben. 1er Haken reicht eigentlich komplett, gerade bei so kleineren Boilies. Aber nun ist das nun mal so eingestellt, dann lasse ich das auch erstmal so. Das war ein bisschen weit, dann sind wir jetzt wahrscheinlich eher bei 19 gelandet, durch den Backflip. Aber so kann es weitergehen. Ja, im Großen und Ganzen gar nicht schlecht. Die etwas größeren Barben, auch das lohnt sich natürlich dann kohlemäßig. Hier die kleineren, ja, ist halt nice, wenn es halt funktioniert. Aber dann muss man eben doch ein bisschen gucken, dass man dann noch ein bisschen mehr optimiert. Im Moment, wie gesagt, ja, geht es halt jetzt in den Abend. Ich warte jetzt, dass es halt richtig losgeht. Und ich hoffe, dass da noch was reingeht. Ich hoffe auch, dass es dir geholfen hat. Wenn ja, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns auch direkt im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin, Petri.